Stadt der Zukunft bedeutet für mich, dass man erstens von dem Bestand ausgeht. Also das ist, also es gibt in wenigsten Fällen die Stadt auf der grünen Wiese wieder. Es gibt eine, es ist eine Weiterentwicklung der bestehenden Stadt. Es ist eine Stadt für alle. Eine Stadt, von der wir noch nicht genau wissen, wie sie aussieht, aber die möglichst gesundheitsförderlich, inklusiv und auf Teilhabe ausgerichtet sein sollte. Ja, für die Hochschule München ist das Projekt Stadt der Zukunft tatsächlich zukunftsweisend. Es hat strategischen Charakter, weil mit M-University, das ist das Innovationsnetzwerk der Hochschule München, streben wir Wissenstransfer an. Und zwar Wissenstransfer zwischen den vier verschiedenen Parteien, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Stadt. Wir haben das Format für dieses Projekt aus M-University heraus tatsächlich auch komplett neu entwickelt, weil wir das vorher so in dieser Form noch nicht gemacht haben, dass wir wirklich mit Studierenden, mit Professoren, Professorinnen, aber eben auch mit anderen Akteuren aus der Stadtgesellschaft, ob es jetzt die Stadt München war, die dabei war, oder einzelne Vertreter aus der Zivilgesellschaft. Und dafür wirklich ein Format zu finden und aufgrund von Corona dann tatsächlich auch noch online, das war tatsächlich dann eine Herausforderung, die wir dann, glaube ich, ganz gut gemeistert haben. Die größten Erkenntnisse, die ich aus diesen 20 Monaten Begleitung gezogen habe, war, dass wir doch immer wieder versuchen mussten, für uns selber einen roten Faden zu finden. Also, dass wir nach jedem Workshop wieder mehr oder weniger wie so iterative Prozesse hatten und immer wieder nachdenken mussten, was ist die Kernaussage für den nächsten, was holen wir aus dem letzten, sind wir uns intern einig, also ist intern sozusagen die Fragestellung klar. Ja, eine gesunde Stadt der Zukunft würde ich mir so vorstellen. Wir haben heute auch nochmal darüber gesprochen, über die 15 Minuten Stadt oder den 15-Minuten-Stadtteil, dass eben Menschen innerhalb von relativ kurzer Zeit alle wichtigen Dinge erledigen können, also Einkäufe, Arztbesuche oder auch Freizeitbetätigung erreichen können. Dass das nicht falsch verstanden wird, also dass es nicht so ein absoluter Entwurf der Zukunft ist, sondern dass es mal eine mögliche Richtung ist, die man dann wieder bewerten muss, diskutieren muss, ist es sinnvoll, in so eine Richtung zu gehen? Also, dass es ein Abbild der Zukunft ist, was man da gerade entwirft. Also, wie so ein Ist- oder ein Bestandfoto in 50 Jahren macht, den entwirft man und den guckt man sich dann an, sagt man, möchte man eigentlich da rauskommen oder nicht? Und wenn man das möchte, muss man halt die strategischen Mittel finden, dass man da auch in Zukunft dann möglichst nah hinkommt. Eines der zentralen Projektergebnisse war aus meiner Sicht, dass die Ziele der Stadtentwickler und Entwicklerinnen häufig nicht mit den jetzigen Bedürfnissen der befragten Personen übereinstimmen. Und da bedarf es noch viel mehr der Vernetzungsarbeit.